Dieses TikTok-Rahmenrezept ist unglaublich lecker und dauert nur 5 Minuten. Dazu werden als erstes eure Rahmennudeln gekocht. In einer Pfanne wird ein bisschen Margarine erhitzt und dazu kommt dann Knoblauch und Sojasauce. An der Stelle könnte man zum Beispiel auch noch Gemüse dazu tun und es kommt dann noch brauner Zucker dazu. Am Ende kommen dann die gekochten Nudeln mit in die Pfanne und Chiliflocken müssen auf jeden Fall auch noch dazu. Und so einfach war's schon. Als Topping kommt noch Sesam und Lauchzwiebel dazu und schon habt ihr ein leckeres veganes Gericht.